Es ist kalt heute, ey, meine Herren. Boah. Entschuldigung, Entschuldigung, warten Sie mal bitte. Entschuldigung, haben Sie zufällig so 20, ja, vielleicht auch 25 Minuten Zeit? Für mich jetzt, genau. Ja, dann kann ich auch aus der Kälte raus. Es geht um eine Straßenumfrage. Alles gut. Ich werde Sie jetzt nicht irgendwas Intimes fragen oder sowas. Das sind Dinge wie Größe, Alter, Lieblingsessen. Ich glaube, das mit Unangenehmste ist der peinlichste Moment, den Sie vielleicht je hatten. Sowas. Also nicht wirklich irgendwie dramatisch, aber ich bin ganz ehrlich zu Ihnen. Ich brauche noch eine Person und ich stehe jetzt schon seit 10 Stunden hier in der Kälte. Also, es wäre ein Traum. Wirklich. Oh, ich danke Ihnen. Das ist natürlich alles anonym. Das ist... Nichts wird darauf irgendwie auf Sie persönlich verweisen. Sie müssen keinen Namen angeben, keine Adresse, keine E-Mail, keine Telefonnummer, nichts. Ja. Vielen Dank. Das ist super lieb von Ihnen. Wenn Sie möchten. Aber auch nur, weil Sie die letzte Person sind, gebe ich Ihnen danach noch einen Kaffee oder sowas aus. Einfach, weil Sie mich erlösen. Kaffee, Tee, eine Cola, ein Wasser, was Sie möchten. Oder irgendwie ein Brezel. Machen wir. Okay. Ja, danke. Oh mein Gott. So. Ich werde jetzt ganz viele Fragen stellen. Also, auf der anderen Seite. Schreibe ich. Das ist leer. Ist klar. Nicht wundern. Ich frage immer wieder. Es kann auch sein, dass ich hier mal was mit beantworte. Aber ich möchte, dass wir so ein, ich nenne es mal so ein kleines Gespräch quasi führen. Dass es nicht wie so ein reines Abfragen wirkt. Genau. Ich bin nicht für Kälte gemacht. Überhaupt nicht. Ich hätte mir einen anderen Job suchen sollen, das stimmt. Muss aber sein. Fangen wir an. Wunderbar. Jetzt dann die erste wichtige Frage. Wie alt sind Sie denn? Perfekt. Würden Sie mir Ihr Geburtsdatum verraten? Das muss ja dann... Ja, genau. Klar. Perfekt. Okay. Jetzt erstmal, wie groß sind Sie? Okay. Ja, ich persönlich bin ja etwas über 1,90. Für mich sind viele Leute dann relativ klein, in Anführungszeichen. Natürlich auch manche, aber ne? Ihr Gewicht. Okay. Wann haben Sie das zuletzt kontrolliert bzw. überprüft? Okay. Zu häufiges Überprüfen ist übrigens schlecht. Höchstens einmal die Woche. Ja, nicht jeden Tag. Macht keinen Sinn. Okay. Arbeiten Sie aktiv, um das Gewicht zu halten, zu erhöhen oder zu verringern? Okay. Machen Sie dann irgendwelchen Sport, oder? Und wenn ja, dann wie häufig? Und vor allen Dingen auch was für Sport? Okay. Achso, ja klar, ja. Ich musste gerade überlegen, was nochmal. Ja, ja, okay. Wie sieht's aus? Schauen Sie regelmäßig irgendwelche Sportarten, ob jetzt live, zum Beispiel im Stadion, am Fernsehgerät, in einem Livestream oder sonstiges? Fußball, Football.
Eishockey, Handball, Leichtathletik, whatsoever. Und wenn es nur regelmäßig eine WM, EM oder auch Olympische Winterspiele, Sommerspiele, whatever ist. Ja, ich dürfte darüber gar nicht reden, weil ich dann alles gucke. Also besonders beim Fußball, American Football und der Formel 1. Ja, ja. Ja, das ist auch mit Sport so. Oh, Liebe. Für mich. Aber auch nur für mich. Das muss jeder für sich entscheiden. Da sind wir ja Gott sei Dank alle frei. Genau. Wo ich schon angesprochen habe, was das Thema Sportschauen angeht, haben Sie, kann ich Sie duzen? Ja? Daniel, freut mich sehr. Es ist Schwachsinn, ich meine, ich bin 26 Jahre alt, was macht's denn, dass ich irgendwie gesiezt werde oder sowas? Quatsch alles. Hast du, jetzt wollte ich gerade schon wieder Sie sagen, hast du irgendwelche zahlungspflichtigen Abonnements? Netflix, Disney, Amazon Prime, Sky, The Zone, Paramount Plus, HBO, Spotify, irgendwelche Programme, die bei dir im Abo laufen, zum Beispiel Adobe, Creative Cloud. Okay. Ich habe da ein gewisses Portfolio mir auch mittlerweile angesammelt, ja. Die Gefahr kam, als Unternehmen entdeckt haben, Abo-Modelle macht ja wiederkehrende Umsätze. Warum soll, ich meine früher, also als Beispiel, ich benutze die Adobe Creative Cloud, Photoshop, Premiere Pro, Lightroom, After Effects und so weiter früher. Musste man für ein Programm dann einmalig 500 Euro zum Beispiel zahlen. Jetzt haben die Leute aber entdeckt, vor Jahren schon, wenn ich das monatlich anbiete, vielleicht in einem Abo, dann kommt am Endeffekt eine viel größere Summe zusammen. Und das leider, ja. Ich verweigere mich noch gegen viele Streaming-Dienste persönlich. Ich habe kein Disney, ich habe kein Paramount, ich habe kein Apple TV oder sowas, aber so manches habe ich. The Zone zum Beispiel und Sky, Fußball halt. Genau. Okay. Kommen wir zum Thema Essen. Hattest du vielleicht schon mal dort ein Abo, zum Beispiel bei solchen Kochboxen wie HelloFresh? Okay. Habe ich noch nie probiert. Noch nie. Was ist denn allgemein dein absolutes Lieblingsessen? Wenn du jetzt wirklich sagen müsstest, Henkers Mahlzeit, ich möchte genau das haben. Wann hattest du das zuletzt? Dann wird's mal wieder Zeit, würde ich sagen. Bei mir ist das ja Lasagne. Oh mein Gott, ja. Also wirklich wahr. Ich kann davon theoretisch mehrere Kilo reinhauen. Dann habe ich zwar hier auch so eine Kugel dann hinterher, aber ein Traum. So eine richtig gut gemachte Lasagne. Rein damit. Naja, ist nicht das Gesündeste, gebe ich zu. Aber ist halt geil. Richtig, das muss man fairerweise so sehen. Ne? Okay. Was ist das Essen? Oder gibt es ein Gericht, ein vielleicht auch nur ein einziges Lebensmittel, was du
so überhaupt nicht leiden kannst und was vielleicht das ist, was du am wenigsten leiden kannst. Ja, bitte. Überleg ruhig, klar. Ich habe zum Beispiel da sehr weit oben Rosenkohl. Bäh. Ja, okay. Was war denn, oder du hast ja mir jetzt dein Lieblingsessen gesagt. War das schon immer so? Oder was waren frühere Lieblingsessen? Okay. Halt hier mit Handschuhen, aber beim Schreiben ist das dann doch etwas, ja, dann wird es zu krickelig. Außerdem muss ich mal eben die Seite umändern, damit ich weiterschreiben kann, weil sonst haben wir gleich ein Problem. Bist du bereit, weiterzumachen? Aber nur mal Glück gehabt, wa? Okay. Was würdest du sagen? Wie oft die Woche wird bei dir zu Hause frisch gekocht und dann vielleicht auch mal weitergehend die Frage, bist du hauptsächlich dafür verantwortlich, selber zu kochen oder macht das jemand anders? Familienmitglied, Partner, Partnerin? Okay. Du denn behaupten, du kannst gut kochen? Sei ruhig ehrlich, ist kein Thema. Auf einer Skala von 1 bis 10, 1 quasi gar nicht, 10, wer ist Jamie Oliver? Okay, gut. Ups. Ich will nichts sagen, aber ich glaube, mein Stift läuft aus. Ich werde da blau. Und ich glaube nicht, dass ich zu einem freaking Avatar werde oder sowas. Avatar, wann warst du das letzte Mal im Kino? Okay. Gehst du allgemein gerne ins Kino, würdest du sagen, oder eher nicht so gerne? Viele mögen es ja nicht, weil sie zeitgebunden sind. Ja? Da ist eben nichts mit, ach, ich komme 10 Minuten später oder Viertelstunde und oh, ich möchte vielleicht jetzt genau dann da ins Kino. Zeitgebunden. Okay. Was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast? Hast du Avatar 2 gesehen? Wenn ja, wie fandest du ihn? Persönlich. Okay, ich liebe Videos und Filme aufnehmen, schneiden und alles, was dahinter steckt an gedanklichem Aufwand. Und dementsprechend war der für mich als Cineast natürlich eine Offenbarung. Ich meine, das 3D war legendär, wahnsinnig geil und ich bin bei weitem kein 3D-Befürworter. Ich hab mit dieser High Frame Rate am Anfang komplett, mein Mind war komplett weggehauen. Die Story ist auch nett und schön. Gibt schon noch ein bisschen, ja, Aufwärtspotenzial. Aber alleine für das Technische
ist der Film halt eine Bombe. Boah. Ein Traum, diese Aufnahmen. Ich saß da die ganze Zeit einfach nur. Irgendwann war mein Mund schon so komplett ausgetrocknet. Aber im Kino Nachos oder Popcorn? Lieber großes Multiplex-Kino oder kleines, lokales, vielleicht qualitativ ein Müh schlechteres Kino. Dein favorite Film of all time, Inception. Okay. Auch eine ganz interessante Wahl. Dein Lieblingscharakter aus jeder Art von Filmen, egal jetzt ob aus deinem Lieblingsfilm oder aus irgendeinem anderen Film, was war so der Charakter, der für dich wirklich am Ende am prägendsten war? Ich habe hier schon alles gehört. Auch schon Harry Potter und so weiter. Ja, tatsächlich. Deine Lieblingsserie? Oh, auch, okay. Ich habe nicht so viele Serien gesehen, deswegen eher schwierig für mich. Okay. Jetzt kommen wir zu einer Frage. Da habe ich dich ja schon vorgewarnt. Was war somit der peinlichste Moment in deinem Leben? Ja, überlege gerne. Bitte, überlege. Ja, hast du was? Das ist übel, würde ich behaupten. Ich möchte jetzt auch gar nicht größer noch ins Detail gehen. Ich möchte dir das Ganze sparen, natürlich. Meine Frage jetzt, die nächste wäre, haben dich deine Eltern mal bei etwas erwischt, was dir im Nachhinein total peinlich war? Also es kann alles sein. Okay. Ja, alles klar. Gut, wir nähern uns dem Ende. Deine höchste Schulbildung bedeutet, bist du noch in Schulbildung oder in Schulausbildung, dann ist es noch so, hast du vielleicht die Hauptschule, die Realschule abgeschlossen, dann das Abitur abgeschlossen, okay. Bist du dann vielleicht noch im Universitätsabschluss, in der Uni, dann ist halt Abitur, ne? Okay. Alles klar. Sehr schön. In der Schule, was ist so das Fach, wo du sagst, das ist das Fach, das ist das Beste? Okay. Die häufigste Antwort ist Sport oder Religion, weil Religion bei vielen, bei mir war es leider nicht der Fall, aber bei vielen geschenkt war. Meins wäre tatsächlich wahrscheinlich Mathe. Ja doch, Mathe konnte ich immer recht gut eigentlich, muss ich sagen. Außer Integrale hatte ich früher Probleme mit. Was war denn dein Hassfach?
Mathe. Ja, okay. Gibt es eine Sache, die du in deinem Leben, wenn du könntest, verändern würdest? Bedeutet, jetzt, in diesem Moment erstmal, was jetzt gerade so ist. Das kann irgendwas an deinem Körper sein. Das kann irgendeine Situation sein. Okay. Gibt es irgendetwas aus der Vergangenheit, wo du jetzt im Nachhinein sagst, das würde ich unbedingt ändern wollen? Ja, das ist immer, ich glaube, das ist immer schwierig, ne? Weil, was würde sich dann im Long Term da wirklich durch verändern? Werden wir ein komplett anderer Mensch? Treffen wir vielleicht gewisse Leute gar nicht? Was passiert? So. Und damit haben wir es geschafft. Tatsächlich. Wir haben es gewuppt. Ich bin begeistert. Ich glaube, die Zeit habe ich auch eingehalten, die ich dir versprochen habe. Und ich habe für heute meine Umfragen durch. Wenn du möchtest, lade ich dich jetzt auf einen Kaffee kurz ein. Als kleines Dankeschön. Ja? Okay. Du hast wahrscheinlich keine Fragen mehr, oder? Offensichtlich, genau. Dann lass uns mal losgehen und nochmal vielen Dank schon mal. Perfekt.